So, und dann sage ich auch einmal herzlich willkommen, und ich habe mich gerade verklickt, bin da schon auf die Kiste gekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob das Clown ist, wenn ich jetzt hier was nehme, ob das einfach Clown ist. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ich lasse es erstmal, bevor ich hier auf den Sack kriege. Oder ich speichere hier ab und teste mal, was passiert. Und an euch natürlich herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es passiert einfach nichts. Wunderbar. Ich würde sagen, wenn nichts passiert, dann gönnen wir uns einfach mal diesen Ring, legen ihn mal an. Der gibt uns plus 1 Armbrust. Das ist natürlich ein bisschen Käse, aber erstmal ein Ring. Ne? Ring ist angelegt, wunderbar. Ein schmaler Beutel mit viel Geld. Upp. Jetzt haben wir genug Gold, um uns auch hier... Hatten wir anscheinend vorher auch schon, ich weiß nicht genau. Naja, egal. Auf jeden Fall hätten wir jetzt genug Gold, um uns das zu kaufen. Es ist jetzt ein bisschen heller, es ist jetzt mittags, es stürmt jetzt trotzdem noch... Wie verrückt hier im Sumpf, das ist der Hammer. Es ist ja eigentlich nie gut Wetter angesagt. Natürlich speichern wir das nochmal und gehen jetzt erstmal Lucky Lucky machen. Wie wir letzte Folge festgestellt haben, können wir die... Ja, verwendet er die Fackeln einfach nicht wieder. Das heißt, er muss hier dann... Er ist einfach tatsächlich am Verzweifeln. Er wirft einfach jede immer wieder weg. Und ja, das ist natürlich ein bisschen Käse. Das heißt, wir müssen jedes Mal einfach alles, also jede Fackel müssen wir aufbewahren. Was eigentlich auch nicht so schlimm. Ey, Luis! So allein hier draußen? Ja. Was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja. Schrei doch nicht so. Bin doch nicht taub, Mann. Hast du meine Bierflasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Du bist Sternhage voll, Kollege. Du bist Sternhagel voll, Kollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Warf nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann. Die Weißen. Die Jungs von Inquisitor. Sag ich doch. Du suchst deine Bierflasche? Du suchst deine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier irgendwo. Eine Flasche Bier für den Säufer. Eine Flasche Bier? Also Krüge mit Bier habe ich ja schon aufgehoben. Aber eine Flasche Bier hatte ich noch nicht. Was weißt du über die Weißen? Was weißt du über die Weißen? Fliegen übers ganze Land und machen alles kaputt. Hm. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Verstehe. Wo ist diese verdammte Bierflasche? Der Typ, übelst besoffen. So, sind die. Wir müssen auf den Boden achten, Leute. Wenn ihr eine Stelle auf dem Boden seht, sagt mir Bescheid, denn dann müssen wir buddeln. Ah, oh, hier läuft irgendwo diese Moorleiche rum. Da hinten ist dieser Platz, wo wir waren. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da sind wieder zwei Ratten. Gefährlicher wäre jetzt aber, glaube ich, eine ohne Höhle. Nautilus! Nautilus! Obwohl ich dich liebe, Nautilus. Okay, hier ist eine Höhle. Höhlen sind gut. Wenn wir uns das hier mal angucken, Lage überblicken. Moorleiche ist nicht zu sehen. Gut, jetzt vorsichtig. Aha. Motten. Naja, Motten sind nicht so gefährlich. Die machen eigentlich nicht so viel aus. Es sind Grabmotten und 4 Stück auf einmal. 5, 6. Okay. Immer mit der Ruhe. So, okay. Hier habe ich sie, glaube ich, am richtigen Fleck.
Hier kann ich mir eine nach der anderen vornehmen. Es wird jetzt vielleicht eine Weile dauern, weil es eine kleine hinterlistige und feige Aktion ist. Auch Position, glaube ich. Aber das macht mir nichts aus. Anders hätten wir keine, auch nicht nur die geringste Chance. Wenn wir uns mit den allen anlegen würden, wären wir sofort down. Also, wir laufen hier immer noch im Pyjama rum, ey. Keine Ahnung. Wie Sklaven sehen wir aus. Ja, ja, komm. Du? Motten wollen nur die Klamotten haben und sind nicht solche bösen Viecher. Lol, du bist noch nicht tot? Todesschlag! Das tapfere Schneiderlein. Ich bin das tapfere Schneiderlein. Leute, das dauert jetzt wirklich ein bisschen, aber. Und ich muss auch sehr vorsichtig sein. Ich traue mich kaum, meine Dreierkombo rauszubringen. Weil ich dann vielleicht von der Seite von einer noch angegriffen werde, weil ich zu weit rausgehe und dann wieder Free Damage einstecke. Aber momentan läuft's. Jetzt warte ich wieder auf den nächsten Attack und jetzt ist die nächste auch schon wieder dran. Jetzt wagt sich wieder die nächste vor. Komm, wer will es sein? Wer will es sein? Du willst es sein. Du bist ja schon fast tot. Der dritte Attack macht am meisten Damage, aber ich glaube, damit gibt man auch am meisten seine Verteidigung auf. Seht ihr, das meine ich. Komm her, komm. Ja, genau. Rein in diese Schlucht. Die Mottenschlucht des Todes ist das. Komm. Das ist die Motten-Todesschlucht. Oder so ähnlich. Komm, komm, komm. Gib mir more. Fokuswechsel ist ein bisschen schwierig hier. Momentan zumindest. Vielleicht gibt es da noch eine Taste für. Jetzt nur noch du. Du und ich, mein Freund. Komm. Zeig mir, was du kannst. Zeig mir, was du kannst. Mein kleines Holzschild hält alles aus. So. Damit hätte ich euch alle bezwungen. GG, Leute, das ist ein guter Anfang für die Folge. Ein guter Anfang. Speichern. Niemals vergessen zu speichern. Hört sich an, als würde da unten wer rumlaufen. Da ist noch eine Motte. Eine Motte alleine konnte man hier anscheinend auch nicht pullen. Dorgan. Goldstück! Seht ihr, Leute? Das ist der Hammer. Schwache Heilung. Und eine Liste. 2 von 5 Bruchstücken. Hatte ich eine Spitzhacke? Kann ich jetzt? Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Toll. Eine Truhe. Muss ich die knacken? Nö. Goldbrocken Bernstein. Gehe mit folgenden Zutaten zur Goldschmiede. Bernstein, Goldbrocken, Schmieden 3. Okay, 55 Goldmünzen waren auch noch drin. Darf man ja auch nicht vergessen zu erwähnen. 10 Erfahrungen für einen Free Nautilus Kill, meine Freunde. Und natürlich noch schönes Fleisch, was wir jetzt wahrscheinlich noch braten können. Jetzt wird erstmal wieder hier gespeichert. Und dann mal gucken wir mal, wo die Höhle uns noch so hinführt. Mit einer Motte haben wir natürlich keine Probleme. Die sollten wir nicht ruckzuck legen. Komm, Baby, mach deine Attacke. Soll ich mehr Attacken? Nee, siehst du. Kaum macht man hier mal eine übermütige Aktion, reagieren die sofort darauf und
lassen mich verrecken dabei, beziehungsweise machen wir Damage. Oh Mann, ich drücke jedes Mal auf E. Hier so ein schickes Heilkraut einstecken natürlich. Was bist du? Nichts. Da auf dem Boden liegt ein Totenschädel. Gut. Dann können wir jetzt nochmal abspeichern und gucken, was uns in der weiteren Höhle erwartet. Vielleicht sind hier noch... Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nein. Wenn ich so an die Gothic-Welt und so denke, war diese Form, gehörte irgendwie zu einem Lurker. Und Lurker konnte man erst mit einem gewissen Equipstand leicht legen, weil die übelst viele Angriffsfolgen gemacht haben. Und das war einfach nur ekelhaft. Und ich glaube nicht, dass es jetzt für uns so der einfache Schritt ist, so ein Lurker-ähnliches Vieh zumindest. Keine Ahnung, ob die das halt so ähnlich gehalten haben, da umzulegen. Ich weiche einfach erstmal aus. Vielleicht komme ich später hier nochmal her, wenn ich dann vielleicht das bessere Schwert nutzen kann. Oder halt auch vielleicht noch eine Banditenrüstung oder sowas gekriegt habe. Das wäre natürlich auch ziemlich geil. Hier sind drei Ratten. Und die kommen auch alle. Scheiße. Oh, fuck. Dritten Attack vergessen. Bis zum dritten Attack warten. Die machen bis zu drei. Das darf ich nicht. Warum machst du nichts? Wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich. Oh nein! Oh, das ist nur der Ton. Ich dachte, ich hätte Akku genommen. Oh, fuck! Mann, die greifen sowas von... Ja, die greifen einfach an, wie sie wollen, ey. Entweder so greifen sie eine Million Jahre gar nicht an, oder stinken einfach nach Ratten, ey. Ratten! Verdammt, noch zwei, ey. Gut. Das lassen wir lieber. Wir gehen den Wurm an. Ein einzelnes Ziel ist schon einfacher. Ich merke, wenn man die zu sehr bedrängt, dann greifen die nicht mehr an. Dann warten die entweder darauf, dass man angreift. Und wenn man dann einen Schritt zurück macht, dann führen die eine Attacke aus. Also wenn man hier nicht Acht darauf geben würde, wie man sein Schild benutzt, dann wäre man in diesem Spiel verloren, ey. Eben gerade hat sich meine Rückwärtstaste, also meine W-Taste hat sich verklemmt. Dadurch bin ich die ganze Zeit... Oh, bin ich die ganze Zeit rückwärts gelaufen. Mann, ey. So. Das wird auf jeden Fall abgespeichert. Wenn ich diese Moorleiche wenigstens legen könnte, ne? Dann wäre das ganze Moor hier für mich eigentlich frei. Aber diese Moorleiche kriege ich höchstwahrscheinlich nicht dauernd. Die ist echt mega stark. Und die treibt sich genau hier rum. Genau hier warst du. Hier warst du. Die irgendwo, beziehungsweise da lief die ganze Zeit rum. Gut, jetzt werde ich ja erstmal wieder hier oben rauf gehen, denn hier waren wir ja von Anfang an. Wir haben die Motten gelegt, wenn wir uns noch daran erinnern können. Ne? Und wenn es hier nicht irgendeinen Platz zum Graben gibt, ja, siehst du, hier gibt es einen Platz zum Graben. Das kann man glaube ich nicht abbrechen. Das heißt, wir werden uns hier den kompletten Graben geben müssen. Wir halt wirklich buddeln und alles und buddeln, der buddeln. Ja. Jetzt holt er die Kiste raus hier. Dickes Ding.
rausgeholt. Hm. Axtkampf plus 1. Das wäre auf jeden Fall schon nützlicher, glaube ich. Oh. Ja, komm, nehmen wir auf. Dieses Moor ist eigentlich mega klein, wenn man sich das mal so denkt. Ne? Mehr gibt es hier nicht zu graben. Automatisch gespeichert, sehr gut. Ha. Vielleicht sprechen wir jetzt mal mit diesem Hawkins. Denn wenn wir schon die ganze Zeit... Ah, und erstmal schnappen wir mit ihm hier. Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Na gut. 100 Gold. Ja, ja, abgemacht. Abgemacht. Alles klar. Hier hast du das Ding. 3 von 5 wird erstmal abgespeichert. Ich glaube, das war ein Wucherpreis. Ich gehe aber mal schwer davon aus, dass es ein Wucherpreis war. Und ich glaube, hier irgendwo hat Hawkins geschlafen, oder? Schurke. Hawkins. Und wer bist du? Ich bin die ärmste Sau, die du je gesehen hast. Tag ein, Tag aus schuft ich mir hier den Arsch ab. Und was ist? Ständig werden mir obendrein noch Steine in den Weg geworfen. Manchmal wünschte ich mir, die Sumpfwürmer würden hier alles töten, was zwei Beine hat. Wer wirft dir Steine in den Weg? Wer wirft dir Steine in den Weg? Alle paar Tage wird einer meiner Leute von einem Wurm oder Schlimmerem gefressen. Wir Arbeiter sollen die goldenen Artefakte sammeln und zu Beppo bringen. Doch nicht gegen die ganzen Monster kämpfen. Brogar, das Riesenarschloch, sollte mich dabei eigentlich unterstützen. Ja, glaubst du etwa, er oder einer seiner Kämpfer bewegt sich, wenn uns was passiert? Vergiss es. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Arbeiterkleidung. Die ist aber nicht umsonst. Außerdem bist du keiner meiner Arbeiter. Also, warum sollte ich dir unsere Kleidung geben? Mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich dein Job ist. Was wäre dann? Na gut. Wenn du das tatsächlich hinkriegst, können wir nochmal darüber reden. Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Anführer der Arbeiter und soll mich um die Ausgrabung kümmern. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll, wenn hier jeder tut, was er will? Schlechte Moral unter den Leuten? Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlecht ist gar kein Ausdruck. Der Goldrausch vergiftet die Gemüter meiner Arbeiter. Wenn nur einer von ihnen die Schlagkraft eines Kämpfers hätte, wäre er schon längst nicht mehr hier. Dann würdest du ihn nur noch in einer Kneipe oder einem Bordell der Hafenstadt rumhängen sehen. Ich werde mal mit Brogar darüber reden. Du bist doch total bescheuert. Was willst du denn da machen? Keiner hier kommt gegen die Übermacht der Kämpfer und schon gar nicht gegen Brogar an. Aha. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Brogar bearbeiten könnte. Du hast doch einen Vogel. Ich mach da nicht mit. Du bist ein Weichei. Du bist ein Weichei. Lieber Weichei und lebendig als ein Held und tot. Bei meinem schwachen Herz lasse ich mich lieber auf keinen Ärger mehr ein. Jetzt übertreib mal nicht. Geh und frag die Jäger, wenn du mir nicht glaubst. Die können dir erzählen, wozu Brogar fähig ist. Ich sehe schon, das hat keinen Zweck. So. Wer gehört hier alles zu deinen Leuten? Arbeiter arbeiten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind sie meist an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können. Oder? Dann stell nicht so blöde Fragen. Fick dich. Der Junge hier, ne? Junge, weißt du was? Ich klatsche dich gleich um. Das wäre eine gute Antwort. Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Der Don kam eines Tages zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, ab jetzt kümmerst du dich um die Ausgrabung. Und bums, hatte ich den Job. Ja, genau so war's. Da bin ich mir sicher. Erzähl mir mehr über die Ausgrabungsstellen. Erzähl mir mehr über eure Ausgrabungsstellen. Wir haben 3.
Eine im Osten des Tempels und zwei sind mitten im Sumpf. Wenn du über Artefaktkisten stolperst, bist du richtig. Verstehe. Hm. Also, jetzt haben wir jetzt den Quest. Oh, ich muss natürlich E drücken. Ach, wir haben hier schon 4 Quests. Ach so. Banditenlager. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Eine Flasche für den Säufer. Goldene Bruchstücke. Eine Audienz. Ach so, das ist ja ziemlich global, glaube ich. Weil das bekommt man, denke ich mal, am Schluss, wenn man zum Boss kommt. Da muss man wahrscheinlich sich einen Ruf aufgearbeitet haben. Die goldenen Bruchstücke sind wieder dabei. Die Flasche für den Säufer und die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Kann ich hier mit irgendwem handeln? Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Ach komm, mit dem habe ich keinen Bock zu reden. Ey. Haben wir hier eine Flasche Bier? Flasche Bier, Flasche hier Bier. Hier gibt es nichts Interessantes für dich. Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Bier, Flasche Bier. Na gut, scheiß auf die Flasche Bier gerade mal, glaube ich. Den ganzen Tag, ehrlich. Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade rumhängst? Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So, so. Du sollst wieder an die Arbeit gehen. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Ach ja? Sagt wer? Hawkins, er ist ziemlich sauer. Hawkins, er ist schon ziemlich sauer. Tatsächlich? Dann soll er doch herkommen und es mir persönlich sagen. Macht er eh nicht. Und jetzt verschwinde und geh mir nicht mehr auf die Nerven. Den verpackle ich. Du, das ist gerade ganz schlecht. Ah, ich glaube, das bringt nichts. Es sind schon zu viele gestorben. Will ich den verprügeln? Bestimmt muss er tatsächlich persönlich dahin gehen. Ja. Der Arbeiter Dwight gibt einen Dreck auf deine Befehle. So ein Mistkerl! Beppo wird im Sechseck springen, wenn er nicht bald die Artefaktkisten geliefert bekommt. Mhm. Und jetzt? Man müsste dem Mistkerl mal so richtig den Hosenboden langziehen. Ja, mach das. Ich soll das machen? Vergiss es. Ich leg mich doch nicht mit ihm an. Du bist ein Held. Okay, wir müssen ihn doch verprügeln. Oh yeah. Aber vorher... Ach ja, ich drücke jetzt immer wieder I. Sollte ich vielleicht was essen? Rohes Fleisch. Ich muss gleich erstmal wieder kochen, ey. Ich habe 12 Fleischstücke. Nichts davon ist gekocht. So, dann komm mal her, mein Freund. Steck die Waffe weg! Ja. Jetzt beginnt der Tanz. Ey, warum greift der mich auch an? Ich hoffe, du lernst was daraus. Gold kann man immer. Der Hä? Eine Minute, zwei Stunden. Ach so. Ich wollte gerade sagen. WTF. Warum mischt der sich denn da ein, Alter? Hab ich ihn auch geschlagen mit meinem AOE-Schlag? Mit einem hole ich halt besonders weit aus. Vielleicht muss ich erst mit dem reden. Mit dem Drohnen. Du siehst ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön. Hier macht doch... Was? Ich... Aber weißt du was? Okay. Ich... So, so. Du sollst... Ach ja. Ich sage das. Ich sage das, du stinkender Haufen. Ach ja? Ja, und jetzt beweg dich. Leute. Schon gut, schon gut. Bevor ich mich schlagen lasse. Was? So einfach. Ich wollte dich verprügeln. Hallo? Ah, die nächsten Arbeiter, Leute, werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge suchen.
Ich glaube, da hinten sitzt ja noch einer, dieser eine Typ von mir. Da gehe ich nicht mehr hin. Den werden wir dieses Aufspielen nicht spüren. Ich hoffe, ihr seid demnächst wieder mit dabei. Haut rein, bis zur nächsten Folge und haltet die Ohren steif.